Willkommen, meine lieben Freunde, bei einem neuen Let's Play oder eigentlich mehr Let's Try. Ich habe mir gerade ein Spiel angesehen, das man gratis auf Steam kriegt und das vielleicht einige von den Nerds unter euch ein wenig ansprechen wird. Nennt sich Card Hunter und ist so eine Art Schlachtsimulation für alle D&D-Fans. Nicht ganz. Es ist eine Art Sammelkartenspiel, das mit der Truppe gemeinsam unterwegs ist. Ich bin jetzt gerade vorhin, habe ich das Tutorial gestartet und ich habe eigentlich noch keine Ahnung, worum es gehen wird. Ich habe noch nicht einmal eine eigene Kampfrunde. Wir müssen zunächst einmal eine Level 1 Gruppe basteln, bestehend aus drei Personen in Level 1 Tavern. Hark! Tja, an old man staggers through the door, blood streaming from his side. Continue. Uh-oh! Help! Monsters are attacking the village. You will save us. Continue. Okay. Wir haben offensichtlich einen Human Warrior, einen Elf Warrior und einen Dwarf Warrior. Mehr nicht? Click a tab to choose a Dwarf, Human or Elven Warrior, then recruit one. Okay. Dann recruiten wir mal so einen Dwarven Warrior. Wie nennen wir ihn? Den Dwarf? Durkin. Ja, für all jene, die noch nicht wissen, wer Durkin ist, würde ich euch empfehlen, lest Order of the Stick. Da kommt ein Zwerg drinnen vor. Der ist zwar kein Krieger dort, aber naja, gut. Dann. Jerkin hears the call of adventure, strides over from the bar and pledges to help the old man. It's okay. Yay! It's time for your first adventure. Click exit to return to the map. Hey, was? Ich würde aber gerne noch einen menschlichen Warrior und einen Elf Warrior nehmen. Aha, ich dachte, ich darf drei haben. Na, okay. Exit. Naja, okay, was soll's. With his last breath, the old man gasps and points towards the nearby village of Omelette. Na dann, auf nach Omelette. Mal schauen, ob wir mit unserem Level 1 Zwerg irgendwas ausrichten können. Ich hätte den Dings den menschlichen Krieger zuerst machen sollen. Wurscht. These raiders should be pretty easy for someone who's already defeated Green Fang. Ja, Green Fang, das war das Tutorial, aber damals waren wir noch Level 20 und zu dritt. Und nicht Level 1 und allein. Kobolds are raiding the peaceful village of Omelette, slaughtering the villagers and plundering their meager possessions. Will a brave adventurer step up to send these vicious bandits packing? The peasants will surely reward anyone valiant enough to aid them stopping the raid on Omelette. Okay. Regular adventure. No, beginning adventure. Huh. Schauen wir mal. I guess starting properly will at least give me a chance to explain a few more of the rules for you. Okay. Of Omelette's peaceful existence is torn. Ja. Gut, ja, wie schon gesagt, wir hatten schon ein Tutorial hinter uns, aber. Schauen wir mal. Die Schlacht ist folgendermaßen. Hui, these Kobold Raiders are in a group that shares a single deck. Okay, also die besitzen ein Deck zusammen. Und wir besitzen ein Deck. Man kann immer eine gewisse Anzahl an Karten da drinnen haben.
Also wir haben 4 Karten. Wir haben eine Reliable Hide. Das ist eine Rüstung, da bin ich schon drauf gekommen. Die bringt Armor 1. Das heißt, wir werden einen Schaden weniger kriegen, wenn wir Schaden kriegen. Wir können Walk. Und wir können einen Simple Strike machen. Ja, dann gehen wir mal in die Richtung von einem von den beiden. Und hoffen wir, dass er uns näher kommt. Okay. When a group plays a move card, they can all move at once. Okay. Ah, das ist gut. Nur einer ist näher gekommen, das heißt, auf den können wir jetzt einmal eindreschen. Simple Strike. Okay, er hat einen Weak Strike. Das klingt nicht gut. Das heißt, er macht nur Range 1, Damage 2. Er macht nur 2 Schaden. Eines davon sollte in unserer Rüstung hängen bleiben. Mhm. Okay, das heißt, er macht 1 Punkt Schaden. Während wir mit unserem Simple Strike noch mehr Schaden machen. Jetzt kommt der näher und wir haben keine Karten mehr. Das heißt, wir können Pass machen. Wenn alle beide Gruppen gepasst haben, dann kommt die nächste Runde dran und jeder kriegt wieder neue Karten. Er hat noch einen Weak Strike, das heißt, er kann nochmal auf mich zuhauen. Jetzt könnten wir noch was tun, wenn wir noch Karten hätten, aber wir passen. Er hat auch keine Karten, passt das schon. Start of each round, you always draw one bonus move card. Okay, das heißt, Move Karten kriegt man immer. Because you choose a dwarf, you just get a slow walk card as your default move. Okay. Ah, deswegen haben wir da nur Walk. When you draw two more cards from your deck. Okay. Ah, das kann bludgeon. Das macht 4 Schaden. It's not just your hopes and dreams, those ogres are going to crush. Bam. Ja, wenn es nur einen Gegner gibt, nimmt er den automatisch. Das heißt, wir müssen ihn nicht aussuchen. Und wir haben noch einen Weak Strike. Na gut, dann sollte er eigentlich geschickt sein. Das ist so großartig. Wir haben die 2 Kobolde vernichtet. Ist die Musik im Hintergrund zu laut? Vielleicht. Na, schauen wir mal. Onwards. Oh, wir sind so gut. Aftermath. The village is saved and the remaining kobold raiders scamper off into the fields. Natürlich, weil wir so großartig sind. The grateful villagers reward you handsomely. The task now remains to track these miscreants back to their lair and put a stop to the attacks. Collect loot klingt gut. Was hatten diese Dings bei sich? Yay! Durkan found some loot. Open the treasure chest to claim your prize. Woohoo! Wow. Ember shards. They should be worth several gold pieces. Click the take all and finish button to move on. Take all. So, was kann das? Common Treasure. Rare Treasure. Ah, die kann man nur verkaufen und dann kann man wahrscheinlich was kaufen. Na gut. Finish. Das heißt, man findet nicht unbedingt Waffen. Head to the Armory to exchange your loot for something useful. Ah. Kann man auch daher gehen? Oh, okay, gut. Man findet dort niemanden, der mit einem mitkommt. Wir sind so arm. Ich hätte gerne einen zweiten Krieger. Naja, gut. Yay! Yay! Was heißt yay? Sell the Ember Shards you found by dragging them to your collection. Was? From your collection to the blue store sheets. Könnten wir das weggeben? Geh weg da. Was ist da hier? Wahnsinn! Huh. Because you don't have a weapon in this slot, your deck only has these weak cards in it. Ah, wenn man keine... verstehe. Das heißt, wir könnten eine Waffe kaufen, die uns 5 Goldstücke kostet. Echt jetzt?
Und diese Waffe hat Chop und Weak Chop und Weak Strike. Na super. Aber immerhin besser als nichts. Yeah! Huh. Mouse over slots for items to see what cards they give you. Okay. And you can right click or press spacebar to see the cards close up. Okay. Also Weak Chop kann... Ah, da können wir zwei auf einmal angreifen und machen zwei Schaden. Und Chop, da machen wir einen normalen Angriff mit 5 Schaden und greifen zwei Angreifer auf einmal an. Naja, nicht schlecht. So, können wir das eigentlich auch verkaufen? Ich würde das gerne, für 2 Goldstücke können wir das verkaufen. Ja, nachdem es unusable ist, machen wir das doch glatt auch. Okay. Leider haben sie nicht mehr. Yay! Okay, it's time to get back to the trail of these kobolds. What? Durkin searches the fields for tracks. Was? Ein Zwerg? Find a trail leading into the wilderness. And now, let's get started on the next module, the Kobold Encampment. Das ist ein bisschen so wie in meiner eigenen Rollenspielrunde, von einer Schlachtszene zur nächsten. Hm. Klack. Na gut. Kobold Encampment. Following the trail of footsteps and dropped plunder, you find the Kobold Raiders camped in the woods, a league from Omelet. Now is the time, while they are squabbling over their loot, to strike back, destroy the kobold encampment, safeguard the village. Okay, regular adventure. Na gut, begin adventure. You pursue the kobolds into the treacherous hills surrounding Omelet before long. A musty stench alerts you to the presence of the remaining kobolds. Also, der musty stench sollte dem Zwerg ja wurscht sein, wenn man bedenkt, wie die riechen. It seems they are gathering their ill-gotten possessions and making preparations to flee. It is up to you to stop them from warning the main camp. Na dann, battle. Ihr werdet nicht davon kommen. Uh-oh. Jeepers, this time you're outnumbered 3-1. Not to worry. I have a few hints that will help you. I have it in the axed. Enemies have to hold when they move next to you. So move to the yellow square to stop them surrounding you. Huh? Oh. Ich verstehe, die können da nicht einfach durch. Na gut, Weak Strike, Bludgeon. Die haben. Na, schauen wir mal, die haben Schilder in der Hand. Vielleicht haben die eine Rüstung. Wir haben leider keine jetzt, keine Rüstungskarte. Ein Weak Block. Na super. Block any with damage 4 or less. Hm, das war jetzt sehr erfolgreich. Hey, hörst du auf mich zu schlagen, du blöder Kobold? Und Gary passes. Na gut, dann enden wir diese Runde. Und hoffen wir einfach... Wir sind einer als anstatt 300. So, mit Job machen wir 5 Schaden bei 2 Gegnern. Die haben nur noch einen. Vielleicht sollten wir tatsächlich den versuchen umzubringen, dass der daneben hinkommt. Hm. Wir machen das mit dem Simple Strike. Ja.
Genau, weil jetzt sind die zwei Starken neben uns. Wir machen es. Bist du auf? So, und jetzt gehen wir noch. Und bei nächster Runde können wir dann den angreifen. Ah, selber schuld, sie kommen nach. Und mit Job machen wir sie tot. Das war ja nicht so schwer. Tja, Kobold Encampment, following the, das hatten wir schon, Aftermath. Having dispatched the raiding party, you overturn their camp and liberate what items they had. Liberate the items, nicht schlecht. Searching the area reveals a cave mouth and a crude earthen tunnel leading into the darkness under the hills. Is this where the kobolds have come from? Only further adventures will tell. Collect mir mal die Loot. Hey, es ist Level 2, wir sind so gut. Woohoo! Hussa, Durkan leveled up and has more health. Continue. Durkan also unlocked a new shield slot. Ah, mit Level 2 kriegt er einen Shield Slot dazu. Na gut. Das heißt, wir können jetzt ein Shield in die Hand nehmen. Shields give you blocks and other defensive cards. Na ja, dann schauen wir mal, ob wir ein Shield finden. Oh, a rare item, the Kobold Killer. Well, that should come in handy. Take all. So, was haben wir da? Woodsman's Axe. Okay. Ein shiny earring. Unusable treasure item. Okay, den können wir verkaufen. Und einen Kobold Killer. Controlled Overswing. Discard your oldest card when you play this. Was? Wow, Kobold Killer. Der macht 10 Schaden. Bist du wahnsinnig? Bludgeon. 4 Schaden, 4 Schaden. Simple Strike, Quick Strike. Okay. Gut, den geben wir statt diesem Schwert hier hin. Den können wir verkaufen. Und der ist Woodsman's Axe. Das ist das gleiche. Mit Job. Ja, die sind das gleiche. You know, you really should head to the armory to get yourself a shield. Mhm. I hear there are new heroes waiting at the tavern too. Okay, machen wir das. Erstens können wir nämlich den Earring verkaufen. Zweitens können wir uns Weak Block. Was? Flimsy Block. Ah, okay. Na gut. Kaufen wir uns das doch klar. Weil wir nicht so sind. Ich überlege gerade, ob wir das, zumindest das Schwert könnten wir verkaufen. Uh-oh. You can't sell unusable items now, only treasure. Later in the campaign you'll be able to sell usable items too. Na gut. Na dann halt nicht. Ah. Dann zurück zum Orc's Head. Schauen wir mal. Einen Human Wizard, einen Elf Wizard oder einen Dwarf Wizard. Ah, verstehe. Jetzt kriegen wir erst den Wizard dazu. Dann nehmen wir den Elf Wizard. Oder? Ich überlege nur gerade, wie der Name ist. Verdammt, mir fällt der Name nicht ein. Vom Elf Wizard aus Order of the Stick. Oh, ich bin so ein schlechter Fan. mir fällt so der Bade ein, Elan, und Roy, der Krieger. From afar.
in a ranged fight due to their high health. Manipulate and damage from afar. Mir fällt der Name jetzt echt nicht ein. Na gut, dann werde ich an dieser Stelle kurz Schluss machen. Herrschaften, es sind sowieso schon 20 Minuten vorbei. Ich überlege mir das bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal weiß ich dann den Namen. Bis dann, meine Lieben.